Im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel ist die Finnska Bahn eine erstklassig gemeisterte Herausforderung. Bei der Neueröffnung der Bahn im Jahr 2005 konnte niemand den großen Erfolg dieses Projektes hervorsagen. Auch in den nächsten Monaten wird am Projekt weiter gefeilt, um es zu verbessern. Die Elektrifizierung der Finnska Bahn ist ein weiterer Meilenstein im Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in Südtirol. Zum einen steigen wir jetzt auf umweltfreundliche Systeme um. Die Energie wird ja mit Wasserkraft produziert. Der Elektrozug ist somit sauber, aber vor allem wird die Transportkapazität fast verdoppelt. Wir haben jetzt ja fast 2 Millionen Fahrgäste jedes Jahr. Wir können jetzt noch weiter ausbauen. Die Nachfrage ist riesengroß. Die Menschen wollen diesen Zug nutzen. Damit wird auch die Straße entlastet und somit ist das ein Vorteil für alle. Lokalaugenschein am Bahnhof von Naturns. Auch hier werden große Investitionen gemacht, um in Zukunft die neuen elektrischen Züge abfertigen zu können. Die elektrischen Züge werden 24 Meter länger als die jetzigen Dieselwaggone sein. Wir haben hier die Verlängerung des Bahnsteigs in Naturns besichtigt. Eine von 9 Baustellen, wo die Bahnsteige verlängert werden. Es ist eine nicht ganz einfache Arbeit. Zum einen arbeiten wir hier direkt neben der Edge und da muss man ziemlich tief in den Untergrund hinunterarbeiten. Und zum anderen ist natürlich der laufende Betrieb und neben den fahrenden Zügen zu arbeiten, da ist die Sicherheit, die im Vordergrund steht. Im Dezember 2014 wurde die Elektrifizierung der Finnska Bahn von Meran nach Malz beschlossen. Einerseits soll dadurch die Luftverschmutzung reduziert werden, gleichzeitig will man aber auch die Kapazität erhöhen, sodass immer mehr Leute ihr Auto zu Hause lassen können. In nicht langer Zeit werden wir eine Struktur haben, die eben durch Strom elektrisch betrieben wird, kein Lärm und auch die Möglichkeit für 3 Millionen Personen pro Jahr schaffen wird. Und das werden wir auch erreichen, weil man hat gesehen, wie sehr die Leute hier im Finnschgau sensibilisiert sind und eben dabei sind, mitzumachen, wie man von Straße auf Schiene auch übergehen kann. Mit der Elektrifizierung der Bahn werden auch eine ganze Reihe von Investitionen in die Infrastruktur getätigt, damit die Qualität der Dienstleistung immer dem höchsten Stand entspricht. Neben der Verlängerung dieser Bahnsteige werden wir im nächsten Jahr die ersten Masten setzen, die ersten Strommasten. Außerdem werden im nächsten Jahr die Ausbauarbeiten zwischen Laas und Schlanders stattfinden und eine Erweiterung der Remise der Werkstatt in Malz, weil wenn die Züge länger sind, muss natürlich auch die Werkstatt entsprechend größer sein. Mitte 2019 wird mit dem Bau der Oberleitung begonnen, wobei 1500 Masten entlang der gesamten Strecke errichtet werden. Im Jahr 2021 sollen dann die ersten Züge elektrisch durch den Finnschgau rollen.